Ja, hallo zusammen. Ich habe mit Smart Broker Gründer und Vorstandschef André Kolbinger gesprochen. Die Aktie hat es zerlegt. Die ist stark eingebrochen, ist unter 8 Euro gerutscht, ein ganz drastischer Kursrutsch. Die haben aber auch ganz große Fehler gemacht. Im Grunde war das mal eine Medienplattform mit Wall Street Online und anderen Webseiten rund um die Börse. Und dann hat Gründer Kolbinger das sehr geschickt ausgebaut, ist größer geworden und hat dann nicht mehr nur Depots vermittelt, sondern ist selbst ins Brokerage-Geschäft eingestiegen mit seinem Smart Broker, gemeinsam mit der DRB Bank. Die kam aber nicht nach bei den ganzen Neukundenzugängen, weil es stark gewachsen ist. Dann hat er gesagt, hey, die Zusammenarbeit, das funktioniert nicht, ich mache selbst. Und dabei hat er dann, weil er das selbst aufbauen wollte, ein Brokerage-Geschäft auf eigener Faust, dann hat er dort im Grunde, ja, er hat verbrannt 25 Millionen Euro, wenn man alle Kosten mit einrechnet, ein gigantisches Desaster und er ist gescheitert damit. Jetzt hat er neuen Partner geholt, die Baader Wertpapierhandelsbank für die Abwicklung im Grunde des Wertpapiergeschäfts. Und jetzt baut er das wieder auf, aber er muss auch Personal aufbauen, Callcenter, die ganze Bearbeitung und das dauert. Und deswegen sind Kunden von Smart Broker richtig verärgert. Der Service ist noch schlecht, soll aber besser werden die nächsten Tage, Wochen. Und mal schauen, ich habe mit Smart Broker, ich habe mit André Kolbinger nichts zu tun, finanziell überhaupt nicht. Also einen gigantischen Fehler gemacht, 25 Millionen verbrannt. Jetzt will er das nochmal neu aufbauen mit einem neuen Partner. Im Grunde Discount-Broker-Geschäft mehr bieten als die Neo-Broker und zu den Preisen von Neo-Broker. Das ist im Grunde die Strategie. Und er will wohl ins Marketing, in die Werbung einsteigen, wenn er das Personal aufgebaut hat und trainiert hat, geschult hat. Mal schauen. Also die Aktie, also für mich persönlich wäre die Aktie mir zu heiß. Aber er, Kolbinger hat schon mehrmals einen Turnaround hinbekommen. Er hatte mal sein Portal verkauft an Axel Springer, hat es dann zurückgekauft für wenig Geld, hat es wieder saniert und wieder auf Vordermann gebracht. Also ist schon ein geschickter Geschäftsmann. Ist aber schwierig. Es gibt viele, viele Discount-Broker, viele Neo-Broker. Vielleicht ist der Markt auch ein bisschen überrannt. Aber Kolbinger glaubt fest dran. Die Familie besitzt immerhin über 50% eher mit seiner Familie. Also es ist schon ein Familienunternehmen, muss man sagen. Interessant, also wenn er den Turnaround hinkriegt, kann man da bestimmt auch höhere Kurse sehen. Abwarten, wer sehr risikomäßig unterwegs ist und das Risiko nicht scheut, der schaut sich so ein Turnaround an. Aber momentan fällt die Aktie immer, immer tiefer. Und ich zeige euch mal, ich habe mit ihm gesprochen, schaut euch das mal an. Und überlegt euch wirklich sehr genau, ob das für euch nicht so riskant ist, die Aktie an sich. Aber die Story ist super. Finde ich gut, was er da aufgebaut hat und immer noch am Aufbauen ist. André Kolbinger. Ich habe später da noch mit einem Vorstand, mit einem Vorstand von seiner Bank, von dem Smart Broker im Grunde gesprochen. Das hänge ich dann hinten dran. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, von dem Interview. Super, dass Sie hier sind. Ich finde ja ganz interessant, super spannend, was Sie da aufgebaut haben. Wall Street Online, das kennen ja viele noch aus der neuen Marktzeit. Das ist ein ganz großes Börsenportal in Deutschland. Wie kamen Sie da auf die Idee, so ein Portal zu gründen und das auszubauen und zum Erfolg zu bringen? Das ist ja gar nicht so einfach. Nee, einfach war der Weg wirklich nicht. Da müssen wir jetzt 26 Jahre zurückgehen. Ich glaube, es ist fast genau 26 Jahre her, dass wir auf die Idee gekommen sind. Ich habe damals bei einer kleineren Brokerfirma in Düsseldorf gearbeitet, war für Research zuständig, für Börsenbriefe, für Vorträge an den Universitäten. Und da ist dann sozusagen das Thema Content und Artikel schreiben, Meldungen schreiben, sich mit der Börse befassen, das war damals schon mein Thema. Und dann kam halt das Internet auf und da hatten wir in der Firma ein Projekt, wo ich mich mit befasst habe. Und das wurde dann nicht in der Firma realisiert. Da hat man gesagt, nein, das wollen wir jetzt doch nicht. Und bei mir ist so der Gedanke gewachsen, das würde aber schon Sinn machen, kostenlose Inhalte im Internet zur Verfügung stellen, aktuelle Inhalte.
kann man ja viel mehr machen als im Printbereich und dann über diese Inhalte irgendwann mal das Thema Brokerage aufbauen und dann Kunden gewinnen, sozusagen durch die Reichweite, die man hat. Das war so der Grundgedanke, das war 98 mit gestartet. Sehr, sehr hemdsärmlich. Ich habe mir damals eine Webseite programmieren lassen und dem Programmierer gesagt, mach das mal so, wenn ich einen Artikel schreibe, dass der auch direkt live da steht. Und das ging dann sehr schnell sozusagen, ist das zunehmend größer geworden. Ja, und wie haben Sie da Finanzkapital bekommen, irgendwie Kapital eingesammelt oder haben Sie das aus eigener Tasche finanziert? Ich habe da durchaus Kapital eingesammelt, und zwar bei meinen Eltern. Ich glaube, ich bin damals mit 50.000 D-Mark Gründungskapital zum Notar gegangen, in Anführungszeichen, und ganz normal eine deutsche GmbH gegründet und habe damit angefangen und habe sozusagen das Geld, was ich selber verdient hatte vorher und das Geld von meinen Eltern investiert. Und das Stammkapital war auch relativ schnell aufgebraucht und dann brauchte man weiteres Geld und dann hat man das bei den Eltern geholt und ich glaube, das hat ein halbes Jahr gedauert, bis wir dann sozusagen eine Größe hatten, wo wir auch mal mit ein, zwei Kapitalgebern gesprochen haben, mehr oder weniger unbeabsichtigt. Das waren eigentlich Werbekunden, die dann gesagt haben, Mensch, wir können uns aber auch beteiligen. Und da kam dann eben ein Jahr später die erste Kapitalerhöhung. Wow, super. Und Ihre Eltern, sind die Geschäfts auch im Geschäft tätig? Also so Geschäftsführer oder was für eine Branche sind die unterwegs, dass sie sagen, hier, der Sohnemann kriegt mal auf einfach mal so für ein Start-up, für eine Idee 50.000, das ist ja schon sehr mutig, oder? Ja, das war ein Kredit, das musste ich zurückzahlen. Ah, okay. Meine Eltern, mein Vater selber ist auch Unternehmer und hat eine Gärtnerei gehabt schon zu DDR-Zeiten und insofern war Unternehmertum liegt uns ein bisschen im Blut sozusagen. Ja, super. Aber auch ein Kredit, also ist ja auch ein Risiko, oder, für die Eltern gewesen? Ja, das ist schon, ja. Kann man so sagen, ja. Ja. Und haben die das dann auch wirklich zurückgeholt oder haben die dann Geschäftsanteile bekommen? Boah, da fragen Sie mich jetzt was. Ich glaube, es ist irgendwann gewandelt worden in Anteile, ja. Ein, zwei Jahre später. Die Kredite sind irgendwann sehr, sehr viel geworden. Und irgendwann hat man dann gesagt, wir müssen jetzt mal Fremdkapital in Eigenkapital umwandeln. Ich glaube, das war so, dass die Kapitalgeber, die dann als erstes eingestiegen sind, auch gesagt haben, das müssen wir aber vorher, müssen aber die Schulden weg, weil unsere Kredite, die wir reingeben, die dienen jetzt nicht zur Rückzahlung der Kredite an die Eltern, beziehungsweise unser Eigenkapital, was wir reingeben, dient nicht zur Rückzahlung der Kredite an die Eltern. Und das ist dann einmal bereinigt worden und dann sind die Investoren eingestiegen, ja. Oh, super. Und als Sie dann gestartet sind, haben Sie dann selbst die Beiträge ganz am Anfang geschrieben oder haben Sie gleich dann gesagt, so ein paar Freelancer oder Redakteure geholt oder wie ging das dann? Die habe ich geschrieben. Ich habe damit angefangen, einfach Nachrichten zu amerikanischen Aktien zu schreiben. Dadurch, dass ich bei der Brokerfirma damals gearbeitet hatte, haben wir Zugriff gehabt auf sozusagen die Instinet-Kurse. Die gab es schon, ich glaube, ungefähr ein, zwei Stunden vor der offiziellen Börseneröffnung gab es immer schon Kurse und da haben wir quasi drüber geschrieben und das hat sich dann relativ schnell rumgesprochen, dass wir halt den deutschen Berichterstattungen ein, zwei Stunden voraus waren. Das hat sich dann damals über die Diskussionsforen bei Börse Online, bei Consors recht schnell verbreitet und dadurch, dass wir schneller waren und Aktualität halt wichtig ist, haben wir ziemlich viel Leser bekommen. Ja. Oh, super. Und ja, dann haben Sie das ausgebaut und irgendwann haben Sie das die Firma an die Börse gebracht. Wie war das? Also wie kamen Sie auf den Börsengang und so? Ist das immer weiter gewachsen? Und naja, erstmal gab es ja eine Phase, ich sag mal 98 gestartet. Im Jahr 2000 waren wir 120 Mitarbeiter groß, glaube ich, fast eine 30-Mann-Redaktion gehabt in Düsseldorf. Sind sozusagen mit dem neuen Markt sehr, sehr stark gewachsen. Über mehrere Kapitalerhöhungen Geld eingeholt. Damals auch am Börsengang gearbeitet. Wir wollten auch an den neuen Markt gehen. Da haben wir aber das Zeitfenster verpasst. Das haben wir einfach nicht geschafft. Wir wollten das eigentlich vor der Sommerpause 2000 schaffen. Da ist Nordvista damals schneller gewesen als wir und dann war das Zeitfenster für uns vorbei. Nach der Sommerpause ging es weiter runter mit den Kursen und wir haben damals intensiv dran gearbeitet mit einer begleitenden Bank und dann gab es irgendwann, ich glaube im November, den Anruf, kommen Sie mal nach Frankfurt, wir müssen mal reden und dann wurde einem quasi gesagt, die Breakup-Fee ist fällig, Börsengang ist abgesagt, das Pre-Sounding hat ergeben, der Markt ist momentan für non-profitable Tech nicht aufnahmefähig. Dann war das Projekt Börsengang gestorben, die Firma war immer noch ziemlich groß, hatte nicht mehr so viel Geld. Und dann haben wir intensiv die Kosten reduziert, haben quasi die nächsten 2-3 Jahre mit viel, viel weniger Personal, viel, viel weniger Kosten überlebt
und sind dann aber auch ab 2003, 2004 wieder gewachsen. Ich glaube, zwischendurch waren wir auf 10 Mitarbeiter runter, sind dann 2003, 2004, 2005, ich glaube, wieder 40, 50 Mitarbeiter gewesen und haben dann gesagt, wir müssen jetzt mal einen Börsengang machen, um Kapital reinzunehmen, um quasi die Kapitalbasis zu stärken. Und da war damals ein gutes Zeitfenster dafür. Dann haben wir das gemacht. Ja. Und wie viele Mitarbeiter haben Sie heute im Mediengeschäft so grob? Das kommt darauf an, wie man es rechnet. Also wir sind als Firma inzwischen ein bisschen größer als damals. Wir haben zugekauft. Ab dem Jahr 2017 haben wir die Markets Insight Media gekauft. Die betreibt die Börsennews. Das ist reines Mediengeschäft. Dann haben wir die Arriva gekauft. Da ist 2 Drittel der Mitarbeiter ist Mediengeschäft. Ein Drittel ist 2 Drittel ist B2B-Geschäft, ein Drittel ist Media-Geschäft. Die Wall Street Online Capital haben wir gekauft 2019 als Finanzdienstleister, als Finanzvermittler. In der Summe sind wir 250 Mitarbeiter ungefähr. Davon ist der Medienbereich inzwischen der kleinere Teil. Also da sind eher im Bereich 120 Mitarbeiter, ist der Bereich Brokerage und der Rest teilt sich ungefähr gleich auf zwischen Medienbereich und B2B-Dienstleistung. Ja, und Sie sehen jetzt heute eine größere Chance im Brokerage-Geschäft. Deswegen haben Sie auch die Firma umbenannt von Wall Street Online. Heute heißt die Firma Smart Broker. Und dann sind Sie gestartet mit einer Partnerbank, mit der DAB, ich glaube BNP Paribas. Ja. Und dann ist das so stark gewachsen, die kamen gar nicht nach, die Kunden aufzunehmen, glaube ich, oder? Ja, das kann man so sagen. Also wir haben die Idee ist 2019 entstanden, dass man dort eine eigene Marke aufbauen sollte. Die Wall Street Online Capital, die heute Smart Broker AG heißt, hat eigentlich das Depotvermittlungsgeschäft und das Finanzvermittlungsgeschäft schon seit 2003 betrieben. Das heißt, wir haben erst geschlossene Fonds vermarktet mit dem Ansatz, mit dem Businessmodell, dass die Kunden bei uns die Fonds ohne Agio kaufen. Das heißt, wir erstatten ihnen das Agio komplett zurück. Wir haben einfach gesagt, wir kriegen eine Innenprovision von den Fonds und dann brauchen wir nicht noch von den Kunden selber ein Agio bekommen. Das war ein sehr, sehr starker Preisvorteil. Da haben wir im Jahr, ich glaube, um die 40, 50 Millionen Fonds, die wir platziert haben seit dem Jahr 2003. Da lebt man dann von Vermittlungsprovisionen. Irgendwann ist das Thema Depotvermittlung dazugekommen. Das heißt, wir haben von den Kunden einfach die Frage bekommen, kann ich bei euch nur den geschlossenen Fonds ohne Agio kaufen oder auch den Fidelity-Fonds und den DWS-Fonds? Und dann haben wir gesagt, okay, da ist Nachfrage. Dann reden wir jetzt mal mit bestehenden Online-Brokern, ob wir da irgendein Modell hinkriegen, wo wir das Marketing, den Vertrieb, die Kundenbetreuung übernehmen und dafür für die Kunden ein Sondermodell bekommen. Und so ist halt eine Zusammenarbeit mit einer Comdirect entstanden, mit einer eBase, mit einer Frankfurter Fondsbank, wo wir dann bis 2019 in der Summe, ich glaube, so um die 25.000 Kunden hinvermittelt haben, wo die Kunden Sondermodelle bekommen, also preiswerter als bei der Bank selber, haben uns aber als Ansprechpartner und wir haben sozusagen auch eine Beteiligung an den Einnahmen. Und dann ist die Idee entstanden 2019, es wäre ja ganz gut, wenn man auch einen eigenen Online-Broker hätte. Und das ist dann gemündet in der Zusammenarbeit mit der Direktanlagebank, die zur BNP Paribas gehört. Und da haben wir das Produkt Smart Broker aufgesetzt, was zwei Welten vereinen sollte. Und zwar einmal die klassische Online-Broker-Welt, wo man alle Produkte hat, alle Assetklassen hat, alles handeln kann und dort nicht irgendwelchen Einschränkungen unterliegt. Und auf der anderen Seite aber auch die Abwicklung zu 0 Euro für einzelne Handelsplätze. Das heißt, unser Modell war sozusagen alles anbieten und ein Teil davon zu stark reduzierten Preisen, nämlich genau da, wo wir Payment for Order Flow von den Produktanbietern bekommen. Da haben wir den Preisvorteil weitergegeben und haben die Gebühr halt auf 0 gesenkt. Das ist halt der Handelsplatz GetEx und das sind 4 Derivate-Emittenten, wo alle Produkte zu 0 Euro dauerhaft handelbar sind. Und Ja. das hatte mehr Rückenwind als gedacht und war eine richtig gute Idee. Wir haben, glaube ich, im Jahr 2020, Ende 2019 gestartet. Also 2020 kann man als Jahr zählen, wo wir gestartet sind, wirklich. Haben wir 80.000 Kunden generiert damit und im Jahr 21 dann 120.000 Kunden unter sehr viel Schmerzen. Das war viel mehr als erwartet. Das war auch für die Direktanlagebank viel mehr als erwartet. Da war man weder personell noch technisch drauf eingestellt. Und das hat ziemlich viele Reibungspunkte verursacht, ja. Ja, hätten die da nicht einfach, weil das ist ja eine einmalige Chance, da das Personal aufstocken können und die IT verstärken können? Oder woran ist es dann gescheitert? Ist es schwierig, so Personal zu schulen?
Tja, das haben wir uns auch gedacht, dass man bei dieser nachhaltigen Mehrnachfrage eigentlich das machen müsste, aber da war man anderer Meinung. Das ist, glaube ich, im Konzern schwer umsetzbar, wenn irgendwo ein Beschluss da ist, wo man sagt, wir sparen konzernweit so und so viel Prozent der Leute und das muss auf jede Gesellschaft übergestülpt werden. Dann ist das sozusagen, ich sag mal, die Stallorder. Und wenn dann einzelne Segmente ausscheren und sagen, aber bei uns ist anders, dann kriegt man das, glaube ich, im Konzern schwer umgesetzt. Und das war sozusagen etwas, mit dem wir nicht gerechnet haben. Die DAP hatte damit auch nicht so gerechnet in der Größenordnung. Und deshalb haben wir eigentlich von Anfang an die Situation gehabt, dass die Kunden lange warten mussten auf die Kontoöffnung. Das ist eigentlich, das zieht sich von Anfang an durch. Haben wir 2 Monate, 2,5 Monate Wartezeit gehabt, bis die Kunden dann das Konto eröffnet hatten. Wir haben keine App gehabt, weil dort von Seiten der DAP nicht investiert werden wollte. Wir haben die immer gewollt. Es lag nicht an uns, dass wir sie nicht haben. Die DAP hat einfach ganz konsequent gesagt, da investieren wir nicht, das machen wir nicht. So, und dann war halt für uns irgendwann der Punkt da, die Summe dieser Reibereien hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir müssen das eigentlich neu denken. Ja. Ja, das ja, schade, das kann man aber auch nicht wissen im Vorfeld. Aber Sie haben vom Timing her war das fast perfekt gewesen, oder? Als ja. Und Theoretisch dann, ja. ja. Theoretisch ja. Und dann haben Sie gesagt, okay, dann haben Sie das im Grunde beendet, die Zusammenarbeit, dann haben Sie, wir bauen was Eigenes auf. Und da haben Sie dann auch was Neues lernen müssen mit einem Partner, IT-Partner, oder? Der hat da auch viel, Sie haben viel Geld investiert, aber das lief auch nicht so einfach. Ist das schwieriger, sowas aufzubauen, so ein Brokerage-Geschäft von null auf? Woran kann sowas scheitern, wenn man einen guten IT-Partner hat, oder? Also das ist extrem schwierig. Also das ist, glaube ich, deutlich schwieriger, als man denkt. Das ist richtig. Also wir haben dort mit verschiedenen Partnern daran gearbeitet und mussten abbrechen nach ungefähr einem Jahr. Wir haben von Mitte 21 bis, ich glaube, August, September 22 daran gearbeitet und haben dann gesagt, wir kommen auf diesen, mit diesem technischen Setup, mit diesem Partner-Setup kommen wir nicht ans Ziel. Wir haben gedacht, wir müssen die Wertpapierabwicklung selbst aufbauen. Wertpapierabwicklung ist ein Begriff, da haben die meisten nicht wirklich was mit zu tun, aber wenn sie ein Wertpapierdepot haben, sie sehen dort die Wertpapiere, die sind da drin. Im Hintergrund passiert aber eine ganze Menge. Da werden Dividenden fällig, da werden Zinsen gezahlt, da werden Steuern abgeführt, da werden Steuern einbehalten, da müssen Wertpapiere physisch ausgeliefert werden, da gibt es viele, viele unterschiedliche Lagerstellen. Die eine hat Lieferfrist 2 Tage, die nächste 5 Tage. Bei irgendwelchen Exoten, in Anführungszeichen, aus Argentinien oder so, da ist es manchmal auch ganz anders, als man denkt. Dann gibt es Splits, dann gibt es Kapitalherabsetzung und wenn da etwas schief geht, dann haben sie ganz schnell einen extrem hohen Schadensfall. Das heißt, das muss sozusagen in der kompletten Gänze reibungslos, fehlerfrei laufen. Und das kann man aus dem Stand nicht aufbauen. Und das ist etwas, das haben wir am Anfang falsch eingeschätzt. Da war man der Meinung, das kriegen wir hin, wenn wir mit denen und den Partnern zusammenarbeiten, weil jeder von denen schon einzelne Fragmente davon hatte. Haben aber dann irgendwann gesagt, das funktioniert so nicht und haben uns dann eben zu einer Zusammenarbeit mit der Baader-Bank entschieden im Dezember 2022 und haben gesagt, die Wertpapierabwicklung selbst aufbauen, das können wir nicht. Wir brauchen dort einen Partner, der das schon hat, als funktionierenden, in Anführungszeichen, Maschinenraum nennt man das in der Branche. Und wir können über diesen Maschinenraum unser Frontend, unsere Middleware, viele verschiedene Funktionalitäten setzen. Aber dass wir die Order zur Börse routen, dass wir die Zinsen gezahlt kriegen, dass wir die Dividenden, bekommen, dass wir die Steuern richtig abführen, so etwas komplett neu aufzubauen, innerhalb von einem Jahr absolut unmöglich. Ja. Gut. Und zwischendrin ist der Kurs, Sie hatten da eine Gewinnwarnung abgegeben, der Kurs ist stark eingebrochen von der Euphoriephase. Und mir ist aufgefallen, Sie haben auch das genutzt, den Kursrutsch, Sie haben Privataktien aufgestockt. Und Ihr Anteil ist ja relativ hoch, was Sie besitzen mit Ihrer Familie. Ich glaube, wie hoch ist Ihr Anteil? Das ist ja im Grunde Ihre Firma dann, ein Familienbetrieb. Ja, das könnte man so sagen. Also ich bin mit der Familie insgesamt, ich glaube, bei 54 bis 55,5% irgendwo in diesem Bereich, aber über 50%. Wenn man meine Frau und meine Kinder mitrechnet, dann ist das so, mir direkt gehört ein Anteil knapp unter 50%, was ich und meine Firma sozusagen betrifft. Aber ja, ich bin da sozusagen ein stark dominierender Part und bin der Hauptgesellschafter und bin quasi auch, ich sitze mit allen Anlegern, die jetzt mit dem fallenden Kurs leiden, wirklich
mehr als in einem Boot. Ich leide am meisten und habe das größte Interesse daran, dass wir das schnell gedreht bekommen. Ja, gut. Und jetzt haben Sie Neustart im Grunde vollzogen. Sie haben den Partner und jetzt haben Sie das alles aussortiert. Und ich glaube, die Stiftung Warentest hat gesagt, das war nervig mit dem Wechsel, mit dem Depotwechsel, weil Sie mussten wieder neu loslegen, die Kunden, über die Baderbank, über die neue Abwicklung. Aber die Stiftung Warentest sagt, ihr Angebot ist immer noch empfehlenswert, trotz des Hiccups. Ja, und was wollen die Kunden eigentlich haben, wenn die heute zu so einem Discount-Broker gehen? Auf was achten die? Was ist ganz wichtig? Also, dass man alles gratis kriegt, wie bei so extrem günstig? Oder auf was achten die? Na, alles gratis geht nicht. Das kann man, das funktioniert nicht. Stiftung Warentest hat gesagt, Testsieger vom Preis im Vergleich zu allen anderen Online-Brokern. Hat man uns verglichen mit den Online-Brokern. Die Neo-Broker laufen in einer separaten Kategorie bei der Stiftung Finanztest oder Warentest, wenn man da sagt, das ist ja gar nicht vergleichbar, ist ein anderes Produkt. Wir haben aber halt tatsächlich den Preis des Neo-Brokers, nämlich 0 Euro für viele Produkte. Aber alle anderen Handelsplätze gibt es trotzdem, auch zu extrem niedrigen Gebühren. Xetra-Handel für 4 Euro, eine Trade geht eine Lang und Schwarz für 4 Euro, alle Derivate-Emittenten 4 Euro pauschal, also ohne Teilausführung, ohne Limitgebühren, ohne irgendwelche 0,2x% von Depotvolumen oder ähnliches. Damit sind wir einfach extrem preiswert. So, warum geht das? Das geht quasi eigentlich nur, weil es ein Massengeschäft ist, weil ganz, ganz viel digitalisiert ist, automatisiert ist, weil wir ganz, ganz schlanke Prozesse haben. Unser Partner, die Baderbank, natürlich genauso. Ja, und der Kontoeröffnungsprozess, der war in der Tat für die Kunden, ja, wie soll ich sagen, sie mussten innerhalb sehr kurzer Zeit das Konto und Depot wechseln. Das war so, dass wir mit der DAP ja eine Aufhebungsvereinbarung hatten, wo die DAP gesagt hat, es endet tatsächlich ganz hart. Und wir den Kunden sagen mussten, ihr müsst jetzt innerhalb von, ich glaube, die Frist war 6 Wochen, ihr müsst ein Konto und Depot bei der Bader eröffnen. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr dort zustimmen, dass die Wertpapiere übertragen werden. Aber dazu musste das Konto eröffnet werden. Und da haben wir halt es tatsächlich geschafft, einen Prozess zu bauen, wo wir an manchen Tagen 5.000 Kontoeröffnungen voll digital mit der Bader zusammen bewältigt haben. Wenn wir das 2 Jahre vorher gehabt hätten, als die Corona-Krise war und die Lockdowns waren, dann hätten wir viel, viel, viel mehr Konten eröffnen können. Damals war quasi schon die große Hürde die Kontoeröffnung, wo die Kunden so lange warten mussten. Das haben wir jetzt alles. Wir haben Ende Oktober dann die Kunden, die zugestimmt haben, die Depots zu übertragen. Da sind die Depots übertragen worden. Und seitdem haben wir ein sehr, sehr hohes Telefonaufkommen. Viele Leute, die natürlich dieser Migration bedingt und dem neuen Produkt bedingt sehr, sehr viele Fragen haben. Und die kriegen wir nicht alle bearbeitet. Da hat sich ein riesen Backlog aufgebaut zwischendurch. Der ist inzwischen schon stark abnehmend. Also da ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Aber das hat uns jetzt viele Monate, 2, 3 Monate wirklich sehr stark begleitet. Viel, viel mehr Telefonate als geplant. Telefonate, die viel länger dauern als geplant. Da kann ich die Kunden total verstehen, die sagen, das sieht jetzt ganz anders aus. Was auch nicht hilfreich war, ist, dass 2, 3 wichtige Funktionen noch nicht da waren. Das ist der RFQ-Handel oder Live-Handel, Direkthandel gibt es 3, 4 verschiedene Begriffe für das Gleiche. Den hatten wir noch nicht. Der kommt jetzt Ende Januar, Februar soll er kommen. Der Anleihehandel hat noch nicht funktioniert. Und dann ist natürlich so, dass genau zum Jahreswechsel viele Leute auch dann Fragen hatten zu Steuerunterlagen, zu Verlustverrechnungstöpfen. Da ist einfach extrem viel zusammengekommen. Das arbeiten wir ab. Das ist nicht schön für die Kunden. Wir haben die Kunden sozusagen jahrelang dazu erzogen, ruft uns an. Wir haben einen telefonischen Support. Das ist auch das, was uns von den Neo-Brokern größtenteils unterscheidet. Da gibt es das größtenteils nicht. Wir haben gesagt, bei uns ist, das gehört ganz normal mit dazu. Preis runter, aber gleiche Unterstützung für den Kunden per Telefon wie bei einem normalen Broker. Das heißt, die waren gewohnt, viel anzurufen bei uns. Und das hat aber in der Summe sich hochgeschaukelt und war zu viel. Ja. Und wenn Sie das abgearbeitet haben, haben Sie gesagt, wollen Sie das alles ausbauen, ist Ihr Ziel, und stark in die Werbung gehen und die Marke und das Angebot stark vermarkten. Aber mittlerweile, zurzeit, haben Sie das zurückgefahren, oder? Sie machen im Grunde keine Werbung für das Angebot.
Wir machen keine Werbung, wir machen ein bisschen Bannerwerbung auf unseren eigenen Portalen, aber wir sind nicht extern in der Werbung und geben Geld aus und zahlen bei Preisvergleichen oder bei Affiliate-Partnern Geld dafür. Damit wollen wir Anfang Q2 starten. Der Grund ist relativ einfach, wenn ich die Bestandskunden schon nicht rechtzeitig bedienen kann im Callcenter oder per E-Mail. Und dann lade ich nochmal was obendrauf. Das ist für alle unbefriedigend. Das ist für die Callcenter-Mitarbeiter, die sind schon über dem Limit. Und für die Kunden ist es auch nicht schön, wenn sie keine Antwort kriegen. Und deshalb haben wir einfach gesagt, wir müssen das nach hinten schieben. Das ist natürlich in der Summe nicht schön. Wir haben momentan mit einigen negativen Bewertungen zu kämpfen. Die drehen sich zu drei Viertel um die schlechte Erreichbarkeit und nicht ums Produkt. Und die Erreichbarkeit, die wird jetzt in den nächsten Wochen wieder deutlich besser werden. Das Produkt wird ausgebaut. Wir werden Ende Q1 werden wir das gleiche Produktspektrum haben, wie die Kunden das vorher mit der Direktanlagebank gewohnt waren. Inklusive Unterkonten, inklusive Währungskonten, inklusive Anleihehandeln. Das werden wir alles zum Ende Q1 haben, plus minus 1, 2 Wochen. Und dann haben wir das innerhalb von, ich sage mal, ein und ein Vierteljahr geschafft, das aufzubauen. Ich glaube, da gibt es nicht viele Broker, die das in der Zeit geschafft haben. So ein Produkt wie eine Direktanlagebank ist nicht in einem Vierteljahr entstanden, sondern das hat deutlich länger gedauert. Für die Kunden, die jetzt allerdings davor sitzen und sagen, das eine oder andere fehlt, ist es natürlich trotzdem nicht optimal. Das ist leider so. Ja, okay. Und wie sehen Sie sich jetzt im Wettbewerbsumfeld? Also Sie haben es angesprochen, einmal die Neobroker, aber die haben ganz limitiert vom Leistungsumfang. Und Sie sehen sich mehr so mit den Consors und kommen direkt so auf einer Ebene dann. Das ist das Ziel, oder? Aber günstiger sein. Richtig, das ist ganz klar das Ziel. Unsere Zielgruppe sind die Kunden, die jetzt bei, ich sag mal, bei den Online-Brokern der ersten Generation sind, die also ein komplettes Produkt brauchen, alle Handelsplätze, alle Assetklassen, telefonische Kundenbetreuung. Für die versuchen wir es einfach 2 Stufen preiswerter zu machen als die etablierten Broker, also in dem Bereich, der preiswert ist zu sein. Das ist das Ziel mit einer erreichbaren Kundenbetreuung. Und dazu haben wir eben ein sehr komplexes Produkt und diese Komplexität, die entsteht, wenn man viele Handelsplätze hat, wenn man Unterkonten hat, wenn man Depotüberträge annimmt, das steigert alles die Komplexität. Und ich denke, ein Vierteljahr wird es noch dauern, dann ist das Produkt auf dem Niveau, wo es wettbewerbsfähig ist, Ja. wo wir nicht nur vom Preis billiger sind, sondern wo wir auch all das haben, was die anderen haben. Und die Neobroker, da ist ja das Geschäftsmodell quasi zu sagen, wir wollen extrem schnell Kundenwachstum haben, wir wollen ganz breite Kundenbasis. Man verdient eigentlich an vielen Trades nichts, man verdient an vielen Kunden nichts. Das ist halt aus meiner Sicht die Hoffnung, dass man sagt, erst große Reichweite aufbauen, Rentabilität kommt dann später. Und dieses Rentabilität kommt später, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich mit jedem Trade und mit jedem Kunden schon etwas Geld verdienen. Ja, Robin Hood ist ja in Amerika stark gewachsen, aber der fehlt auch der Ertrag. Ich glaube, die haben noch nie richtig Gewinn gemacht. Da gab es ja auch einen Hype mit diesem während der Pandemie. Ja. Ja, der Robin Hood, der Neo-Broker in den USA. Ja. Okay. Ja, und bekomme ich bei dem Paket auch ein Girokonto mit oder ist das nur ein Verrechnungskonto? Ist nur So ein eine Art. Verrechnungskonto. Also wir können nicht in Wettbewerb gehen zu einer Vollbank, zu einem Girokonto. Wir haben auch keine Zinsaktion, sondern wir sagen, wir sind beim Trading der preiswerteste und wir sind nicht gleichzeitig ein Anlagebroker. Das geht nicht. Ja, Sie könnten dann vielleicht auch viele, die noch bei einer Sparkasse sind oder so bei einer herkömmlichen Bank dann auch abgreifen. Oder das wären dann potenzielle Kunden, wo Sie sagen könnten, hey Leute, ihr könnt hier viel sparen, wo noch so traditionelle so Strukturen sind, teure Gebühren und so. Da ist ja noch, ich sag mal, über die Hälfte aller Kunden hat ja ihr Depot immer noch dort, bei Ja. ganz klassischen Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken. Vor allem sind es ja nicht nur irgendwelche Depots, sondern meistens sind es auch Depots mit einem größeren Bestand vom Durchschnitt her. Also vom Geldvolumen liegt dort viel, viel mehr als bei den Neobrokern und auch viel, Ja. viel mehr als bei den Online-Brokern. Aber es ist natürlich eine relativ, ich sag mal, zähe Masse. Das sind halt Leute, die sagen, ich brauche den Kundenbetreuer, ich bin das gewohnt, ich gehe da einmal im Monat vorbei oder einmal im Jahr. Da wird man einen Teil davon nicht zum Wechsel bekommen. Das ist so. Ja, aber viele Gelder von diesen Geldern, die dort sind, werden irgendwann auch mal an die nächste Generation weitergegeben. Die nächste Generation denkt, glaube ich, dann schon ganz stark anders. Und da wird, glaube ich, der Anteil derjenigen, der in die Filiale geht und sich dann
ich sag mal, der dann 1% aufs Depotvolumen pro Jahr bezahlt, dafür, dass er quasi einen Standardfonds oder einen Standard-ETF nachher im Depot hat. Das werden nicht mehr viele mit sich machen lassen. Da geht die Tendenz Richtung Online, das ist ganz klar. Ja. Ja, und das Geschäft, wenn Sie da mal in die Masse reingehen und dann den Bestand ausbauen, da ist ja viel Gewinn, Ertragsmöglichkeiten sind dort ja gegeben. Man hat ja viele Synergien, dann Größenvorteile. Man sieht es ja auch bei diesen Flattechs und so, die ja an der Börse sind, was da Geld verdient werden kann, wie man das ausbauen kann. Na, es ist so, Sie haben erstmal relativ hohe Fixkosten, um so einen ganzen Apparat aufzubauen. Also der Betrieb eines Finanzdienstleisters in Deutschland ist ja extrem stark reglementiert oder reguliert. Viele Anforderungen an Regulatorik, an Compliance, an Datenschutz, an IT-Sicherheit, an Dokumentation, das kostet richtig viel Geld. Eine eigene Technik kostet auch richtig viel Geld. Das ganze Thema Börsendaten, Lizenzen kostet auch richtig viel Geld. Aber wenn der Kunde dann mal, ich sag mal, nicht mehr 20, 25 Trades macht, sondern in der nächsten Euphoriephase wieder 35 Trades macht, dann ist das nahezu 1:1 auch mehr Marge. Das sieht man sehr stark bei allen Firmen, die vom Trading leben. Eine Trade geht, eine Bar, dann eine Lang und Schwarz. Da geht dann halt das Ergebnis auch sehr, sehr stark nach oben. Ja, und was für ein Ziel haben Sie? Wie viele Kunden wollen Sie gewinnen die nächsten, sagen wir mal, 2, 3, 4 Jahre, 5 Jahre? Da haben wir uns schon mal vor ein paar Jahren zu geäußert und haben total daneben gelegen, weil wir nicht gewusst haben, dass es uns erstmal sozusagen 2 Jahre die Beine weghaut in gewisser Weise. Da würde ich mich mit Aussagen total zurückhalten. Ja, wir haben jetzt ein Jahr hinter uns, das Jahr Hälfte 21 bis Hälfte 22, wo wir eigentlich auf der Stelle getreten sind, gleichzeitig aber viel Geld ausgegeben haben und das am Ende abschreiben mussten. Das Jahr 23 haben wir jetzt mit einem neuen Partner unseren Weg gefunden, haben ein Produkt fertiggebracht, sind jetzt in der Phase, wo wir, ich will mal sagen, die Kinderkrankheiten, die Geburtskrankheiten noch gerade bearbeiten. Da werden wir in einem Vierteljahr raus sein. Und dann werden wir damit aktiv ins Marketing gehen. Und dann werden wir sehen, welche Kennzahlen sich ergeben. Also wir haben im Jahr 2021, ich glaube, von allen Depots, die eröffnet wurden, einen Anteil von 5% gehabt in Deutschland. 5% der Neu-Depot-Eröffnung. Das ist sehr, sehr gut gewesen. Das ist natürlich dem Preismodell geschuldet. Das haben wir ohne App gehabt und wie gesagt mit 2 Monaten Wartezeit. Das lässt sich wahrscheinlich mit dem Preismodell verbessern. Jetzt wird es aber Zeiten geben, da besteht viel Nachfrage und dann gibt es Zeiten, da ist wieder keine Nachfrage oder wenig. So, dann kommt vielleicht irgendwann die Aktienrente dazu, dann kommt vielleicht irgendwann das Rentendepot dazu. Das sind nochmal, ich sag mal so Gamechanger potenziell in dem Umfeld jetzt zu sagen, wir wollen 30.000, 50.000, 80.000, ist zu früh, das zu sagen. Ja, und wenn ich mir Ihren Chart anschaue, Sie haben in der Vergangenheit, sind Sie ja eigentlich auch so ein Sanierer, oder? Sie haben ja die Firma verkauft und dann zurückgekauft an Axel Springer und die Aktie, die Wall Street Online oder Smart Broker Aktie, die stand ja mal irgendwo im Penny-Stock-Bereich. Und dann haben Sie die richtig noch saniert und wieder richtig gut profitabel gemacht. Können Sie dazu noch was sagen, was da passiert ist? Gut, wir sind an die Börse gegangen. Das war, glaube ich, das Jahr 2006 muss das gewesen sein. 2007 habe ich an Springer verkauft. 2010 kam von Springer der Anruf, ob ich es wieder zurückkaufen möchte. Da hat Springer sich damals dazu entschieden, sich aus diesem Börsenbereich zurückzuziehen. Das Einzige, was sie behalten hatten, war damals die Finanznet-Beteiligung. Und wir haben einfach 2010 mit normalem Menschenverstand gesagt, wo stehen wir denn hier? Was brauchen wir? Was brauchen wir nicht? Das hat ehrlich gesagt darin gemündet, die Leute, die Springer eingestellt hat, wieder zu entlassen. Und dann war die Firma wieder rentabel. Und von da an war es viel Arbeit und viel Kleinarbeit, bis wir dann mal 2017 die Entscheidung getroffen haben, dass wir gesagt haben, also eigentlich so organisch wachsen wir nicht richtig. Wir müssen jetzt mal entscheiden, ob wir richtig Gas geben oder etwa sagen, wir sind mit dem zufrieden. Und dann haben wir uns dazu entschieden zu sagen, dann wollen wir es jetzt nochmal wissen. Das war vom Timing her, glaube ich, auch ganz gut. Die Börse ist hochgegangen, das Volumen ist hochgegangen von Werbung, von Seitenaufrufen. Dass es dann in so einer Corona-Krise mündet und da nochmal deutlich dynamischer weitergeht, das hat man auch nicht sehen können. Aber wir haben einfach 2017 war schon eine wichtige Entscheidung zu sagen, wir machen Kapitalerhöhung, wir nehmen Kredite auf, wir gehen nochmal ins Risiko und wollen in dieser Branche wachsen. Das ist ja keine sehr einfache Branche. Ist ja eine Branche, die ist extrem zyklisch.
Das Portalgeschäft ist davon geprägt, dass die junge Zielgruppe ja eher auf YouTube geht und auf Instagram, auf TikTok, in Facebook-Gruppen. Also im Jahr 2000, als wir sozusagen zwei Jahre nach Gründung am Peak waren, da war quasi das Thema Diskussionsforum und Finanzportale in aller Munde. Was anderes gab es nicht. Die Printmedien waren, denen ging es auch noch gut, aber die waren schon weit überholt. Und in den letzten 10 Jahren haben sich aber viele andere Kanäle gebildet. So, und da zu bestehen und zu sagen, ich habe ein Produkt, wo die Leute hingehen, weil da bestimmte Informationen sind, ist schon nicht so einfach. Da muss man halt in Technik investieren, in Redaktionen, in Kurse. Man kann es auch nie allen recht machen. Ja? Und das ist natürlich immer so, die Leute, die wirklich ein Informationsbedürfnis haben, das sind halt die, die sehr aktiv traden. Jemand, der sozusagen einen Betriebssparplan hat mit VW-Aktien, der guckt nicht nach. Und jemand, der einen DWS-Fonds hat, den er vor 5 Jahren bei der Sparkasse gekauft hat, der kommt jetzt auch nicht jede Woche vorbei. Das heißt, sie sind quasi gezwungen, Inhalte zu produzieren für die Leute, die aktiv handeln wollen. So, und dann landen sie natürlich automatisch in gewisser Weise im spekulativen Umfeld. Ja, dann geht es halt um Hebelprodukte, dann geht es um Nebenwerte, dann geht es um Tech-Aktien, quasi um alles, wo viel Volatilität drin ist. Und dann geht es manchmal schnell hoch und dann auch wieder schnell runter. Ja, okay. Und dann hatten Sie auch mal Interesse bekundet an den klassischen Medien, aber da haben Sie keinen Zukauf gemacht, an so im Magazinbereich oder so, Finanzpresse. Das kommt für Sie, das haben Sie im Blickfeld oder nicht? Also wir haben dort einen kleineren Zukauf getätigt. Wir haben den Smart Investor gekauft. Das ist ein sehr altes, etabliertes Printprodukt, ein Nischenmagazin, viel Fundamentalanalyse, viel ja, Wirtschaft, Ökonomie, Makroökonomie, Politik. Das ist aber ein Magazin, das hat 5000 Leser. Das hat sozusagen für unser Brokerage-Business oder für unsere Gesamtreichweite keinen großen Impact. Das haben wir auch bisher nicht geschafft auszubauen oder richtig zu vernetzen, weil der Fokus dann halt auf den Smart Broker gelegen hat mit all seinen positiven, aber auch negativen Sachen. Und andere Überlegungen haben wir dort nicht. Nein, also ich würde jetzt im Printbereich würde ich nichts kaufen. Und Portale, Finanzportale, schauen Sie sich da um, würde sowas Sinn machen, da noch was zuzukaufen oder haben Sie genug Portale? Ich glaube, wir haben genug Portale. Also theoretisch würde das Sinn machen, ja, aber man muss halt auch irgendwann mal gucken, wo ist der Fokus. Wir haben drei große Portale dazu gekauft, die aber von der Struktur alle sehr ähnlich sind wie wir selber. Sind alle 20 Jahre schon alt oder 25 Jahre alt. Und das sozusagen weiterzuentwickeln, das hat funktioniert. Also diese Portale sind alle für uns rentabel. Wir haben halt den Werbevertrieb. Ich sage mal, harmonisiert. Wir haben die Technik in gewissen Grenzen harmonisiert und die Daten und die Kursversorgung. Das heißt, man hat ein paar Einspareffekte, man hat ein paar Synergieeffekte. Aber jetzt liegt der Fokus ganz klar auf dem Smart Broker. Ja, da haben wir wir haben da den Preisführer und wir können aber noch sehr, sehr viel mehr machen daraus. Wir müssen den ausbauen. Ich glaube, jede IT-Stunde, die wir dort investieren, ist ein bisschen sinnvoller investiert, als wenn ich ein weiteres Portal dazu kaufe und mir dann Gedanken machen, wie kann ich das umbauen, wie kann ich da X% Synergien heben. Okay, gut, super. Ja, und jetzt aus Aktionärssicht, die Smart Broker Aktie ist ganz schön unter Druck gekommen. Wenn ich mir jetzt mal die Börsenbewertung anschaue, ist das ja schon günstig, weil ich bekomme ein profitables Mediengeschäft, was schon traditionsreich ist und etabliert ist, mit Wall Street Online und den anderen, die Sie genannt hatten. Und dann habe ich da noch eine Chance obendrauf und kriege so eine, im Grunde eine neue Discount Broker mit. Wie sehen Sie das? Sie haben ja gekauft im Dezember, glaube ich. Sie haben ja ein paar Zukäufe gemacht, Aktienpakete selbst privat gekauft. Ich habe im letzten Jahr zu verschiedenen Zeiten immer mal wieder zugekauft. Ich glaube, das waren Kurse von 9 Euro, das waren auch Kurse von 12 Euro, nachdem wir mit dem Produkt online waren. Jetzt sind die Kurse bei 8,50 € in dem Dreh. Also der Kauf zu 12 Euro, könnte man jetzt sagen, war nicht so pfiffig. Ich habe da, glaube ich, eher einen sehr, sehr längerfristigen Horizont. Und es ist so, wie Sie sagen, wir haben ein rentables Mediengeschäft, allerdings mit einer stark schwankenden Marge, ja, wenn an der Börse sozusagen in den Fonds Rekordzuflüsse sind und die Leute im Monat, im Jahr 50 Trades machen, dann verdienen alle in der Branche mehr, als wenn die Leute nur 20 Trades machen. Das heißt, dieses Mediengeschäft atmet auch sehr, sehr stark und wir haben einen Broker, wo wir, ich sag mal, im Jahr 2020 genau richtig gestartet sind, dann in der Sackgasse waren, uns jetzt rausgearbeitet haben,
Aber glaube ich auch, ich glaube, die Anleger warten dort jetzt erstmal ab, ob wir wieder Traktion kriegen und ob wir das schaffen, 20 oder 50 oder 80 oder 100.000 Kunden im Jahr zu gewinnen. So, und da bringt es jetzt auch nicht viel, große Prognosen zu machen. Wir müssen das Produkt sauber hinstellen und wir müssen dann ins Marketing gehen und dann werden wir, ich sag mal, in der zweiten Jahreshälfte Zahlen haben, wo man dieses Wachstum dann hoffentlich sehen wird, wo wir sehen, wie sich die Kennzahlen entwickeln von den Kunden, wie viel traden die, was traden die, welche Marge haben wir da drauf. Und dann kommen wir mal wieder in den Bereich, wo wir sagen könnten, so jetzt haben wir ein Zahlengerüst, auf dem man aufbauen kann, wo ich sozusagen wenige Variablen habe und alles hinterlegen kann mit Zahlen. Und Ja. nicht sozusagen sagen muss, wenn, dann, vielleicht, aber auch nicht. Das ist immer ein Ja. bisschen unglücklich. Super. Ja, dann noch meine allerletzte Frage und vielen Dank nochmal für die, ja, die ehrlichen und offenen und transparenten Antworten. Zur letzten Frage, wenn jetzt, wenn Sie sagen würden, ich hole mir da einen Finanzpartner mit ins Boot, vielleicht da hätten wir mehr Kapital, könnten das schneller machen. Würden Sie das machen oder wollen Sie nicht runter verwässert werden unter 50%? Da haben Sie genau den richtigen Punkt angesprochen. Nein, das möchte ich nicht. Ja, ich Ja. glaube, das hat verschiedene Gründe. Also möchte ich nicht. Und ich glaube, der Punkt für uns, die Frage ist ja quasi nachher, wie kann man wachsen? Man muss das meistens vorfinanzieren. Die Frage ist, glaube ich, immer, was finanziere ich vor? Wenn ich sehe, dass ich sag mal, einen Kunden für 100 € einkaufe, auf welche Art und Weise ich die Werbung auch immer mache und ich sehe aber, ich verdiene mit dem Kunden 50 €, 60 €, 70 € im Jahr, was ja wirklich nicht viel ist. Das ist eigentlich pro Kunde sehr, sehr wenig. Wenn man das anhand von mehreren tausend Kunden zeigen kann und dokumentieren kann, dann kriegt man das auch finanziert. Ja, also dann kann man auch zu einer Bank gehen und sagen, ich brauche jetzt mal einen Wachstumskredit, ich will das ins Neukundengeschäft investieren und das lässt sich alles bewerkstelligen, auch ohne Eigenkapital, wenn man das möchte. Ja, und aber zurzeit haben Sie Kredite aufgenommen. Wie schaut die Bilanz aus? Wir haben vor 2 Jahren schon Kredite aufgenommen damals. Die haben wir jetzt schon stark zurückgeführt. Wir haben jetzt, glaube ich, noch eine Kreditbelastung von um die 10 Millionen Euro. Und ja, das ist die. Ansonsten sind wir bei den Zahlen im Rahmen dessen, was wir zuletzt gesagt haben. Wir haben letztes Jahr zweimal sozusagen die Prognose nach unten angepasst. Da sind wir im Rahmen drin. Wir werden jetzt die Zahlen bekannt geben. 20. 22. Februar gibt es sozusagen die Zahlen, die vorläufigen Zahlen für 23 und auch dann die Guidance für 24. Okay, super. Vielen Dank, Herr Kolbinger, und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön für das Gespräch. Immer gerne. Vielen Dank. Danke, super. Thomas, du bist Vorstand bei Smart Broker. Und jetzt wollte ich über die Branche reden, wie sich das entwickelt. Und bei euch ist auch bekannt, dass ihr im Umbau seid. Ihr habt auch Baustellen und das sprecht ihr auch offen an. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt als Kunde bei euch anrufe? Wer ist denn da im Callcenter? Ist das von euch? Sind das Mitarbeiter oder ist das von der Baader Bank, eurem Partner? Nee, tatsächlich sind das unsere eigenen Mitarbeiter. Also wir haben das auch nicht ausgelagert an Dritte, weil Ja. wir schon viel Wert auf die Qualität legen. Ja. Tatsächlich, du hast das gerade schon angesprochen, ist es momentan nicht ganz so einfach, weil wir tatsächlich aufgrund der Umstellung im letzten Jahr, wir sind da quasi von einer alten Bank zur neuen Bank gewechselt im Hintergrund, haben wir doch recht viele Kundenanfragen generiert und deswegen sind wir im Moment nicht so gut erreichbar. Das sollte sich aber in den nächsten 1, 2 Wochen dann gelegt haben. Und wir legen da schon sehr viel Wert auf eine hohe Qualität. Deswegen achten wir darauf, dass die Mitarbeiter bei uns im Haus selbst sitzen und wir sie auch entsprechend schulen können und so weiter. Und grundsätzlich von der Aufteilung, du hast es gerade schon angesprochen, die Baader Bank ist unser neuer Brokerage-Partner. Der ist allerdings in Anführungsstrichen nur für die ganze Abwicklung hinten dran zuständig. Alles, was man vorne sieht, ist Frontend, die ganze Kundenbetreuung, die ganze Kommunikation, die Vermarktung, die Preisgestaltung und so weiter, liegt alles bei uns. Ah, okay. Wie viele Mitarbeiter habt ihr dann für die ganze Abwicklung und so grob? Also die genauen Zahlen gehen wir nicht raus. Wir haben allerdings in der Gesellschaft, also in der Smart Broker AG, über 120 Mitarbeiter derzeit. Und dann gibt es ja noch die Smart Broker Holding, unsere Muttergesellschaft, die auch die Portale betreibt. Da sind es dann auch in Summe nochmal knapp 100 Mitarbeiter. Ja, und ich glaube, ein tolles Unternehmen baust du auch nur auf, wenn du einen tollen Kundenservice hast oder wenn der Kunde sich wohlfühlt. Da gibt es ja auch ganz interessante Stories von so Erfolgsfirmen, wo die Leute vielleicht gar nicht so eine Riesenausbildung haben, aber der Kundenumgang einfach super ist.
Ja, das ist sicherlich wichtig auch, ne? Also der Kunde muss sich ja gut aufgehoben fühlen und Brokerage oder generell Banking und Geldanlagen sind halt auch Vertrauensthema. Insofern ist das schon wichtig. Es gibt allerdings auch andere Anbieter im Markt, die quasi ja sehr stark wachsen, ohne dass sie quasi ein direktes Callcenter zur Verfügung stellen, sondern wo das dann höchstens über E-Mail-Kontakt läuft. Das gibt es ja auch in der Branche mittlerweile. Die sind jetzt auch nicht ganz unerfolgreich. Am Ende ist es, glaube ich, eine Frage der Zielgruppe, ne? Ja, und eure Zielgruppe, ihr wollt so eine Mischform machen, oder? Ja, was heißt die Mischform? Das Produkt ist natürlich schon so aufgebaut, dass wir grundsätzlich jeden ansprechen und für jeden Kunden geeignet sind. Das ist einfacher Zugang, nur sehr günstige Konditionen und so weiter und so fort. Da haben wir viel, viel Wert drauf gelegt. Aber es ist schon so, dass da aufgrund der Komplexität unseres Produktes, also wer uns noch nicht kennt, der Smart Broker zeichnet sich ja dadurch aus, dass er zum einen sehr, sehr günstig ist, teilweise auch günstiger als ein Neo-Broker. Auf der anderen Seite aber das gleiche Produktspektrum anbietet wie die Comdirect beispielsweise oder die DiBa oder ähnliches, also zumindest ein ähnliches Produktspektrum. Das heißt, wir sind sehr breit aufgestellt und wir bieten da an der Stelle eben auch viele Themen, wie zum Beispiel aktuell 26 Handelsplätze, wo ich handeln kann. Und ein Kunde, der ganz neu in den Markt kommt, der quasi nur vorher mit Aktien und Wertpapieren gar nichts zu tun hatte, der weiß ja gar nicht, wo der Unterschied ist, ob ich über Tradegate, Lang und Schwarz oder GetEx die Order aufgebe oder ob ich eine amerikanische Wertpapier, also eine amerikanische Firma in den USA, also an der New York Stock Exchange oder Nasdaq kaufe oder in Deutschland. Das versteht er ja gar nicht, wenn er reinsteigt. Ne? Deswegen ist unsere Zielgruppe eigentlich eher die Zielgruppe, die schon etwas informierter ist und die sich mit dem Thema auch schon längerfristig befasst. Der Markt ist ja auch in Bewegung, ist ja überfrachtet. Die Onvista Bank wird jetzt eingestellt. Sind da vielleicht auch zu viele Anbieter draußen. Was meinst du, das stimmt, dass wir zu viele haben? Die konkurrieren alle um eine recht kleine Gruppe, oder? Ja, also die Gruppe wächst ja sehr stark. Gestern ist ja auch, oder ich glaube vorgestern, die aktuelle Studie von Oliver Weimann veröffentlicht worden. Da sieht man schon, dass in dem Bereich recht viel sich tut. Also die Studie besagt zum Beispiel, dass jetzt mittlerweile 7 Millionen Menschen als Selbstentscheider in Deutschland aktiv sind. Allerdings 7 Millionen, also weitere 7 Millionen, die sich aktuell mit Wertpapieren beschäftigen, noch auf Beratungsdienstleistungen zurückgreifen. Und vielleicht sogar in die Vermögensverwaltung gehen. Das heißt, wir haben quasi ein ausgeglichenes Verhältnis. Aber da kommen wir ja gar nicht her. Wir kommen ja eigentlich aus dem Beratungsgeschäft und die Kunden entwickeln sich gerade immer mehr Richtung Selbstentscheidergeschäft. Insofern glaube ich, der Markt ist schon stark wachsend und verträgt auch die Vielzahl an Anbietern im Markt. Und das zeigt sich auch in den Konditionen und im Wettbewerb. Das ist ja auch gut für die Endkunden. Die Onvista Bank ist sicherlich ein einzelnes Thema, weil sie eben zur Commerzbank-Gruppe gehört und zur Comdirect. Und die Comdirect wurde ja von der Commerzbank gekauft. Und dass jetzt irgendwann die Entscheidung gefällt wird, was man mit diesem kleineren Arm, ich glaube, ich kenne die Zahlen nicht genau, die liegen so bei 200 bis 3.000 Kunden, was ich so gehört habe, die Onvista Bank. Ich glaube nicht, dass es für die Gruppe als solches ein noch interessantes Business ist, vor allem, wenn man weiß, dass die Technik schon veraltet ist und man da quasi investieren müsste. Insofern ist die Entscheidung eigentlich naheliegend, zumal sie ja einen guten Broker haben mit einer Comdirect, das ist ja ein gutes Brand, ne, haben ein tolles Produktangebot. Insofern, glaube ich, hat das jetzt weniger mit dem Markt und mit der Verdrängung zu tun, sondern einfach Konzernentscheidung. Ja, wird dann so eine Marke einfach eingestellt oder werden die Kunden dann transferiert, wie ihr das gemacht habt? Also in dem Fall ist es ganz interessant, es wird tatsächlich eingestellt, also zumindest was ich jetzt so gelesen habe. Das heißt, die sagen, Ende 2025 wird das Modell eingestellt und die Kunden müssten sich jetzt bitte um einen neuen Broker kümmern. Natürlich legen sie den Kunden nahe, das dann zu kommen, direkt zu transferieren, aber sie machen keine Migration, wie wir es gemacht haben. Also das ist tatsächlich eigene Entscheidung des Kunden im Sinne von, wo will ich hingehen? Die Kunden müssen sich jetzt neu orientieren und werden sich sicherlich auch neu verteilen. Fairerweise ist das Modell der Onvista ja auch preislich sehr kompetitiv gewesen, damals mit 5 Euro pro Transaktion oder 5,90 Euro. Da ist die Comdirect ja deutlich teurer. Insofern weiß ich nicht, ob die Kunden dann bei der Comdirect sehr gut aufgehoben sind. Ja, well, ist es bekannt, was die bezahlt haben für die Onvista Bank, die Comdirect? Nicht? Nee, also ich weiß es nicht, nee. Habt ihr auch mitgeboten, oder? Das ist ja schon sehr lange her. Ja. Und den Broker, das war damals tatsächlich gar nicht unser Thema. Zu dem Zeitpunkt, als es verkauft wurde, ich weiß gar nicht wann, das war aber schon ziemlich lange her, da waren wir im Brokerage-Bereich noch gar nicht so aktiv, sondern eher auf der Portalseite. Und das Onvista-Portal, ne, also die Onvista.de als Portal, das ist ja tatsächlich eine sehr erfolgreiche und sehr gute Seite. Die wäre natürlich für die Holding sicherlich von Interesse gewesen damals, aber der Broker, glaube ich, eher weniger. Ja, die Onvista-Seite ist auch verkauft worden, oder? Genau, die gehört quasi jetzt auch noch zur Commerzbank, ja. Also zum ganzen Verbund kommen direkt Commerzbank. Ja. Und tatsächlich ist aber die Onvista wie gehabt und ist, glaube ich, auch relativ frei weiter in den Entscheidungen. Also ich glaube nicht, dass da was passiert, bis da ein Verkauf ansteht. Ja,
Okay, das heißt, auf eurer Seite, ihr investiert jetzt ins Personal, dass ihr das dann abwickeln könnt, weil die Kundenbeschwerden ja auch enorm sind, das gibt ja hier zu und das ist ja ein Problem, aber da holt ihr auf jetzt zügig. Ja, da holen wir auf und es hat sich auch schon deutlich verbessert im Vergleich zu vor 2 Monaten. Also insofern, da sind wir, arbeiten natürlich mit Hochdruck dran, das ist sicherlich das wichtigste Thema derzeit bei uns. Ja. Dass wir da einen richtigen Service zur Verfügung stellen können unseren Kunden. Das heißt, die Leute, wie kommen die mit euch in Kontakt? Normalerweise übers Telefon dann, oder? Genau, also die klassischen Wege, Telefon oder E-Mail, ja. Auf die reagieren wir dann natürlich. Telefon ist natürlich eigentlich immer das bessere Medium, weil man dann sehr schnell die Sachen auch individuell klären kann. Bringt halt nur nichts, wenn wir nicht erreichbar sind, weil zu viele Leute anrufen. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass wir das sozusagen in den Griff bekommen, die Erreichbarkeit wieder vernünftig hinstellen. Und dann sollte das auch wieder ganz gut funktionieren. Und Mitarbeiter findet ihr gut für den Bereich oder ist das schwierig, Leute zu finden? Also es ist, glaube ich, schon besser geworden, leichter geworden. Also auch in Berlin, wir sitzen ja in Berlin, merkt man das natürlich durch den Umbruch, vor allem bei vielen Fintechs, Startups, da auch Personal wieder auf den Markt kommt. Insofern, es wird leichter, Personal zu finden. Am Ende ist der Qualitätsanspruch das Entscheidende. Und wir suchen halt eben nicht Leute, die sich gar nicht auskennen, sondern schon Leute, die sich auch mit Wertpapieren beschäftigen, die auch bestenfalls privat aktiv sind in dem Fall. Und die Zielgruppe ist natürlich nicht sofort greifbar und die muss man auch erstmal finden. Aber es ist schon so, dass wir da fündig werden. Ja, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, es ist en masse, aber man wird fündig und dann bilden die Leute ja auch intern noch weiter aus. Wie lange dauert so eine Schulung, bis die startklar sind? Ein paar Wochen oder? Also kommt natürlich aufs Niveau der Mitarbeiter an, ne? Also im Sinne von, wie viel haben die schon mit Aktien und Wertpapieren an Erfahrung gesammelt in ihrer eigenen Historie? Das ist natürlich da entscheidend, aber im Kern kann man schon sagen, so um die 2 bis 3 Wochen. Ja. Okay, und die können die Homeoffice machen und von dort im Grunde die Anrufe entgegennehmen oder ist das nur bei euch im Büro dann? Kurz, also ich würde sagen, wir haben da schon eine ganz gute Policy. Es gibt Homeoffice-Möglichkeiten, ist aber nicht so, dass wir sagen 100% Homeoffice, das wollen wir eigentlich eher nicht, weil wir schon davon ausgehen oder das überzeugt sind, dass die Office-Anwesenheit auch eine gewisse Verbindung herstellt und natürlich die Leute dann anders agieren, auch andere Informationen sammeln, als wenn sie den ganzen Tag nur zu Hause sind und alles digital machen. Aber ein guter Mix ist, glaube ich, das Erfolgsrezept. Und das können wir auch darstellen und das machen unsere Kollegen auch. Ja, ist die Bezahlung ein Geheimnis? Was zahlt ihr da so in einem Callcenter an Kundenmitarbeiter? Würde ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Wie findet ihr die Leute? Macht ihr dann so Stellenanzeigen bei den großen Portalen? Ja, da gibt es ganz klasse Stellenanzeigen, auf die wir da eingehen. Genau. Also es gibt sicherlich auch die Möglichkeit, wenn es jetzt mal ganz eng wird, wie es jetzt im letzten Jahr war, dann nimmt man natürlich auch Zeitarbeitskräfte dazu, die einen unterstützen, die aber genauso geschult werden wie die Angestellten bei uns. Und typischerweise, wenn es gute Leute sind, dann bleiben die auch länger und dann übernimmt man die auch. Ah, ihr kauft die dann raus aus dem Vertrag, oder? Mhm. Genau. Also das macht dann auch Sinn. Ist natürlich dann eine gute Möglichkeit, die Leute vorab schon zu sehen und kennenzulernen. Ja, gut. Okay, gut. Und was für Portale nutzt ihr dann? Die ganz klassischen, so Indeed und wie sie alle heißen und so? Oder hast du ein spezielles? StepStone, Indeed, genau. Das sind so die, gut. Ja, also die großen Portale, die man da kennt, denke ich. Ja. Ja. Und die Kundschaft, gibt es da bei euch so eine Zielgruppe? Habt ihr so einen Bereich, wo ihr stark seid? Sind die Leute, ich schätze mal so zwischen 30 und 50? Oder wer ist das so typischerweise? Was haben die für ein Einkommen und so? Genau, also das Einkommen weiß ich tatsächlich gar nicht. Das fragen wir auch nur bedingt ab. Ja. Es gibt eine Abfrage, die wenigsten geben die Daten allerdings vollumfänglich an. Wir sind tatsächlich dort im Durchschnitt bei 42 Jahren. Ne? Also das Durchschnittsalter unserer Kunden liegt bei 42 Jahren. Interessanterweise haben wir eine über 30-prozentige Frauenquote. Also es sind tatsächlich auch, das klingt erstmal wenig, wenn man die Branche kennt, weiß man, dass es eine relativ hohe Quote ist. Und das, also wir machen da gar nichts Spezielles für Frauen, sondern das kommt dann einfach. Scheint auch zu uns, das funktioniert ganz gut. Und natürlich sind es eher dann die ein höheres Einkommen haben, die auch ein höheres Depot verwalten. Also im Durchschnitt liegen wir aktuell über 60.000 Euro pro Depot. Das ist also schon eine recht hohe Zahl. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir letztes Jahr eine Bereinigung durchgeführt haben, von dem Wechsel der alten zur neuen Bank. Das heißt, wir haben die Kunden, die leer sind, die bei anderen Durchschnittswerten bei anderen Banken mit einberechnet sind, quasi bereinigt. Vor der Bereinigung waren wir bei ungefähr 45.000 Durchschnittsdepotvolumen. Also ich würde sagen, wir sind da schon im guten, höheren Durchschnitt unterwegs hier in Deutschland und haben da auch die richtige Zielgruppe für uns herauskristallisiert.
Und das funktioniert ja an sich auch ganz gut. Ja, man muss natürlich schauen, es gibt ja, wenn man den Brokerage-Markt von oben so ein bisschen betrachtet, die Situation, dass wir ja eigentlich klassisch die Online-Broker haben, das heißt, eine Comdirect, DiBa, DKB, ne, also die ganzen großen Banken, die man halt so kennt, die auch sehr erfolgreich waren in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und dann gibt es halt diese neue Generation, Neo-Broker, ne, Trade Republic, Scalable, you name it. Und wir zählen uns ja eher zu der, nicht zum Neo-Brokerage-Tum, aber schon in diese Richtung eher. Also wir bezeichnen uns selber als Next-Generation-Broker, weil wir eben viel mehr anbieten als Neo-Broker und viel günstiger sind. Da muss man aber schauen, was dann künftig jetzt passiert und wie, ob dann Umbruch stattfindet durch dieses neue Verbot der EU zum Thema Payment for Order Flow. Das kann natürlich dazu führen, dass es einfach teurer wird und da muss man sich dann umschauen. Ich bin gespannt, wie da alle drauf reagieren. Das sind ja noch ein paar Jahre hin, aber das wird sicherlich zu einer Verschiebung im Markt führen. Und was ist, habt ihr so ein Ziel, was die Kundenzahl angeht, so irgendwie eine Verdopplung oder so die nächsten paar Jahre, ist das möglich? Weil theoretisch schon, oder, wenn der Service stimmt? Ja, ist ja nicht nur der Service, am Ende ist das Produkt auch entscheidend, ne? Also wie gut ist die App, wie gut ist das Frontend, wie schnell können die Kunden handeln, wie stabil ist das ganze Produkt, wie gut funktionieren die Abrechnungen, Steuern und so weiter, das, da hängt ja recht viel hinten dran, worauf die Kunden am Ende achten. Und ich glaube schon, mit dem Setup, was wir hier haben, mit dem vollumfänglichen Produktspektrum, haben wir, glaube ich, schon die Situation, dass wir da sehr stark wachsen können in den nächsten Jahren. Ja, macht ihr dann auch so einen Köder? Also man sieht in der Branche, die machen, manche machen dann so eine Art Lockmittel, du kriegst gratis Aktien, du kriegst einen Toaster geschenkt oder irgend so oder ein Bonus, Willkommensbonus, 50 Euro oder irgendwas. Macht ihr das auch oder? Nee, typischerweise machen wir das nicht. Das sind halt immer so Eintagsfliegen, Eintags-Marketing-Aktionen, die führen halt oft dazu, dass dann Kunden generiert werden, die eben genau darauf aus sind, die das ganz schnell haben möchten und die danach aber gar nicht wirklich aktiv sind und sich dann quasi zum nächsten Angebot hoppen. Ja, das Gleiche sieht man ja auch im Zinsangebotbereich. Ne? Wenn ich als Broker oder als Bank hohe Zinsen anbiete, kommen natürlich die Kunden erstmal zu mir, aber wenn der nächste kommt, der höhere Zinsen anbietet, sind die Kunden auch schon wieder weg. Und wir wollen halt schon ein sehr langfristiges, stabiles Geschäft aufbauen und das da reicht es, glaube ich, wenn wir Kunden generieren, die einfach generell von dem Produkt überzeugt sind. Und wie gesagt, man handelt bei uns teilweise komplett kostenfrei. Also wenn man bei uns über 500 Euro ordert, zum Beispiel über GetEx, zahlt man keinen Cent Gebühren. Das ist natürlich dann auch schon sehr günstig. Also wie viel günstiger soll es denn noch werden? Ja, also deswegen, glaube ich, haben wir da schon ein gutes Angebot. Ja, okay. Und Zinsangebote macht ihr nicht wie die anderen in der Branche. Das ist auch so ein Köder, oder? Was jetzt momentan, da wird auch so überboten. Jeder bietet mehr und so. Darf es ein bisschen mehr sein? Und dann rennt die Meute wieder zum Nächsten und dann, wie du sagst, ja. Genau. Und wir sind halt ein Broker. Also wir sind halt kein Einlagenhaus, wir sind kein Zinshaus. Bei uns geht es darum, stabil, günstig Wertpapiere zu handeln und nicht eben Zinsangebote anzunehmen. Und ich glaube, deswegen sind wir hier auch ganz, ganz gut aufgestellt, wenn wir das so nicht machen. Und die Kunden, wenn sie dann entsprechende Produkte suchen, es gibt ja Alternativprodukte im Markt. Entweder geht man dann halt mit einer Einlage zu irgendeinem zur Hausbank oder zu irgendeiner anderen Online-Bank, die entsprechend hohe Zinsen bietet, die dann vielleicht ein Brokerage-Produkt nicht so gut aufgestellt ist wie wir und teilt das auf. Oder man legt das Geld in ETF oder in geldmarktnahe Produkte, ja, die jetzt rein juristisch kein Tagesgeld darstellen, aber die halt schon auch relativ sicher sind und stabile Renditen abwerfen. Wenn man da quasi wird geldmarktnah bleibt, dann ist es ja auch eigentlich eine recht entspannte Geschichte. Ja, weil bei euch auf dem Verrechnungskonto gibt es keine Verzinsung, oder? Im Grunde? Ja. Mhm, okay, deswegen, ja, das ist dann eine Lösung. Payment for Order Flow ist ja in der Diskussion, die EU will das verbieten. Und so funktionieren ja im Grunde auch in Amerika die ganzen Broker, wo du auch kostenlos handeln kannst. Fidelity, Charles Schwab und wie sie alle heißen. Ja. Und da gab es ja bislang im Grunde gar keinen Nachteil für die Kunden. Im Grunde ist das ein Win-Win. Da haben im Grunde alle gewonnen. Es gab keinen großen Skandal, irgendwie kein Betrug und kein Nachteil. Aber Europa will das verbieten, den Orderflow weiter zu verkaufen. Wie siehst du das? Was ist der Grund? Ja, das ist echt eine traurige Entwicklung. Vorweg muss ich sagen, das ist zwar schon vom Modell her ähnlich, also preislich ähnlich wie sicherlich in den USA, aber es ist von der Abwicklung her komplett was anderes, ja. Also weil hier quasi andere Mechanismen in Deutschland greifen als in den USA. Tatsächlich kommt das aber so ein bisschen aus der Richtung und mich ärgert das total, weil das eben unter dem Vorwand des Anlegerschutzes in der EU verhandelt wurde und am Ende auch beschlossen wurde. Das ist ja vor 2 Wochen hier in Deutschland in Brüssel beschlossen worden, dass es verboten werden soll.
Und das ist, ärgert mich sehr, weil das wirklich purer Plakatis, Protektionismus ist, der in der EU hier eigentlich an der Stelle nichts zu suchen hat. Ja, warum? Wo kommt es eigentlich her? Behauptet wird, das ist Anlegerschutz, das ist zum Nachteil der Anleger. Du hast es gerade selbst schon gesagt, am Ende ist es eben nicht zum Nachteil der Anleger. Die letzten 20 Jahre gab es schon Payment for Order Flow und es hat eigentlich dazu geführt, dass von Jahr zu Jahr die Gebühren für die Kunden gesunken sind und nicht gestiegen sind. Also es ist nicht teurer geworden, es ist günstiger geworden. Und da hat Payment for Order Flow schon einen hohen Anteil daran. Und das ist leider das, was eben nicht betrachtet wurde auf seitens der EU und Regulatorik, sondern betrachtet wurde eben die Tatsache, dass wir halt als Deutschland das einzige Land in der EU sind, das dieses föderale System hat. Und durch dieses föderale System haben wir halt eine Vielzahl von verschiedenen Börsenplätzen in Deutschland, die miteinander im Wettbewerb stehen. Das heißt, dadurch ist erstmal Payment for Order Flow überhaupt entstanden. In Frankreich, Spanien und Co. gibt es das gar nicht. Es gibt nur eine Börse und an dieser einen Börse wird dann entsprechend der Flow dieses Landes behandelt. Was ist jetzt passiert in den letzten 5, 6, 7 Jahren? Die Neobroker haben das quasi gemacht, haben das genutzt, um sehr günstig zu werden, haben dieses günstige Produkt ausgerollt nach Frankreich, nach Spanien und haben aber weiterhin in Deutschland abgewickelt. Das heißt, die Kunden, die in Frankreich ein Depot bei Trade Republic oder Co. aufgemacht haben, wickeln dann auf einmal ihre Order in Deutschland ab und nicht mehr in Frankreich. Und darauf haben die natürlich keine Lust. Ja. Also die Franzosen wollen nicht, dass ihr Orderflow in Deutschland abgewickelt wird. Ist das denn der Grund wahrscheinlich? Zumindest die Börsenplätze haben damit ein Problem, ne? Weil sie natürlich dann den Flow nicht mehr bei sich haben und entsprechend auch nicht mehr daran verdienen. Und das ist sicherlich einer der Gründe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Franzosen per se waren, aber es ist schon so, dass es einer der Gründe, warum relativ viele große Börsen quasi darauf hingewirkt haben, dieses Verbot durchzusetzen. Ne? Das ist verschiedene Länder, die das betrifft. Sicherlich war auch Deutschland an der einen Stelle damit aktiv, zumindest einzelne Unternehmen aus Deutschland. Und das ist halt schon ärgerlich, weil im Endeffekt der Sinn der EU ist ja eine Vereinheitlichung des Marktes. Ja? Da dürfte man eigentlich gar nicht drüber nachdenken, wo es am Ende ausgeführt wird. Hauptsache, es wird überhaupt gefördert und vorangebracht. Und das war leider nicht, ist leider nicht der Fall und es wurde jetzt verboten. Jetzt müssen wir mal gucken, wie der Markt damit umgeht. In den außereuropäischen, also in den Ländern innerhalb der EU, aber nicht in Deutschland, haben wir die Situation, dass es quasi per sofort gilt. Also bei vielen wird es jetzt schon im März, April, Mai in Kraft treten. In Deutschland wird es dann aber dank dem BMF, dass es mittlerweile entschieden hat, erst 2026 in Kraft treten. Und wer hat da noch gegen diesen Orderflow-Verkauf? Wer war da noch dagegen? Ist das bekannt? War das die deutsche Börse zum Beispiel? Also ich sag mal so, ich kann mir gut vorstellen, dass sie da einen Anteil dran hatten. Ob so war, kann ich nicht sagen. Ist nicht bekannt. Das wird hinter den Türen, Lobbyismus. Das ist nicht bekannt, das weiß ich nicht. Aber ist natürlich naheliegend, weil auch die deutsche Börse damit zu kämpfen hat, dass halt immer mehr Flow, auch zumindest Retail-Flow, auf andere Börsenplätze wandert. Und da auch eine Cetra, so gut sie auch ist, nicht mehr unbedingt Nummer 1 Wahl der Privatanleger ist. Aufgrund der Gebührenstruktur. Ja. Okay. Das heißt, da müssen wir schauen, was passiert. Okay. Und wollt ihr dann auch euer Angebot ausrollen aufs Ausland oder bleibt ihr erstmal in Deutschland? Wir bleiben erstmal in Deutschland. Wir glauben, dass der Markt hier groß genug ist und noch genügend vor uns ist. Das eine ist ja die Umverteilung von den alten Banken zu uns und zu ähnlichen Anbietern wie uns, die sowieso stattfinden wird. Das andere ist aber auch, dass wir immer mehr Aktionäre gewinnen müssen in Deutschland. Das heißt, das wird sowieso wachsen. Ja. Und insofern, der Markt ist, glaube ich, noch groß genug und uns bevorstehend. Da müssen wir nicht zwingend ins Ausland und uns da verzetteln. Ja, glaubst du, das kann zurückgeschraubt werden, dieser Orderflow-Verbot, dass man doch vielleicht wieder zurückkommt zum, im Grunde ist das ja Kundenschutz, oder? Weniger Gebühren ist zum Wohle des Kunden. Oder meinst du, dass das boxen die durch dann? Das ist jetzt durchgeboxt. Also was ich natürlich nicht weiß, ob es vielleicht eine weitere nächste Regierung, die ja in der EU jetzt auch gewählt wird, Mitte des Jahres, ob die dann vielleicht da nochmal rangeht und sich das Ganze überlegt und im Nachgang geändert wird. Aber das Gesetz ist jetzt erstmal da, ist beschlossen und existiert erstmal. Und wir wissen ja leider auch, dass solche Gesetze in der Regel auch ziemlich lange Bestand haben. Abwarten. Ja, okay. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es dann doch nochmal anders entschieden würde. Ja, also was wirklich Kundenschutz wäre, hätte man sich entschieden, das zu verbieten, in dem Fall, in dem der Kunde keine Wahl hat. Ja, dann finde ich es auch fair, weil wenn ich als Kunde hingehe und an einer Börse kaufen muss und keine andere Wahl habe, zu einer anderen Börse zu gehen und im Zweifel, wenn es so sein sollte, einen höheren Spread in Kauf nehmen muss, damit ich günstiger handeln kann, dann kann man darüber nachdenken, ob man das verbietet oder nicht verbietet. Aber wenn der Kunde eine Wahl hat, dann ist es doch dem Kunden überlassen, ob er dann eher den oder den Börsenplatz haben möchte. Und dann kann man sich auch entsprechend selbst vergleichen. Das hätte ich fair gefunden, aber es ist leider nicht so gekommen. Okay,
Gut, alles klar. Dann vielen Dank, Thomas. Gerne, gerne. Super, dann.